Am Montag wird es schon freundlicher als zuletzt und dabei auch etwas wärmer. Besonders schön sieht es zwischen Berlin und der Ostsee aus. Nur im Südosten und dort vor allem an den Alpen regnet es noch etwas. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad an der Nordsee sowie ganz im Süden und 24 Grad am südlichen Oberrhein. Am Dienstag geht es mit den Temperaturen weiter bergauf. Im Norden und Westen wird gebietsweise schon die 25 Grad Marke geknackt. Sonst sind es je nach Sonnenschein 20 bis 24 Grad. Vielfach ziehen noch ein paar Wolkenfelder durch, es überwiegt aber ein freundlicher Gesamteindruck. Ab der Wochenmitte breitet sich die Sommerluft bei bis zu 17 Sonnenstunden vor allem über die Nordwesthälfte Deutschlands aus. Dort steigen die Temperaturen auf 25 bis knapp 30 Grad. Im Osten und Südosten bringt dagegen ein kleines Tief wieder deutlich mehr Wolken und kühlere Luft mit. Dort muss zudem mit Regen und Gewittergüssen gerechnet werden.